Ja, so wie hier, wir haben natürlich jetzt, wir haben ja einzelne Stationen, wo wir außen gehen und wir haben das so organisiert, dass ich mir dazu ein Fahrzeug mit hat, dass er da hinfahren kann. Mhm. Das war ganz mehr Schritt, dass die Koppen sofort den Bus einnehmen da können, ja, genau, und dort aufhören und wieder einen Raum, wo wir praktisch zwischenlagern. Genau. Weil das ist auf das, würde ich mir jetzt nicht, wenn wir eine halbe Stunde in den Ring sind, aber natürlich, wenn wir vier Stunden in den Ring sind, das ja, dann ist nicht alles. Und wo fängt es an zum Rennen? Ja, wir fangen um zu der Dämmerung praktisch. Ja. Also die Leute treffen sich um 14 Uhr circa zum Liefern, fahren eine Startposition an und das ist zum Fenster werden, weil es muss ein Fenster sein, weil sie circa nicht klar, die Kerzen dürfen, die Koppen drinnen. Genau. Und wie viele sind ungefähr? Was? Wir haben, unser Verein besteht aus 5 Gruppen. Ja. Da fahren wir die Knirpse, das sind die kleinsten. Die sind von, ja, sind schon dabei mit 3 Jahren. Boah. Bis ja, sagen wir mal 6-7 Jahre oder was, dann gehen sie rein in die größeren Gruppen, meine ich, diese bis 15, also bis 18, die Knirpse. Und dann geht es rein bis 15, ja, dann laufen wir schon in die größeren Gruppen rein. Und zwar kleine Gruppen und zwar erwachsene Gruppen. Und die Königreiter noch dabei. Und die Bläser, die laufen muss ich mit den Bläser unterstützen sind auch noch. Ja, wie gesagt, der Gruppe ist so, dass meistens besteht aus 11 Gruppen. Und mit dem Vorläufer, also kann man sagen, mal 12 Leute, die gefahren sind, und mit den Ansammlern, die sind mit dem guten Zweck sind. Und die können bald dann gehen. Also man kann sagen, zwischen 15 und 20 Leute. Das ist gleich. Also variiert immer. Geben tut's ihn. Er hat schon mal ganz früher gegeben. Ja. Im Kriegelauf, es hat vorhin schon mal gegeben, sind immer die Laufen aufgekommen. Hm. Das ist eigentlich mal größere Gruppen, sondern da laufen aber rein, die Eschler rein. Und die sind immer aufgekommen. Dann haben die mal aufgehört wieder und dann hat es geheißen, sie möchten wieder rein. Wir rennen jetzt circa seit rein, sind wir seit, seit 86 sind wir ein Verein. Also knapp 30 Jahre haben wir jetzt einen Verein und die sind vorher sind sie auch schon getroffen, da sind sie frei offen gewesen. Ja. Das weiß ich aber nicht ganz genau, wie die sieht, wenn wir lang das da spielen sind. Mit der Lahm Rude, die Oma, die Süßbruch von Leuten kriegt.
Bravo, danke. Bravo.